Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder reinschaut bei meinem Knaller der Woche. In diesem Format stelle ich euch immer etwas vor aus meiner letzten Spielewoche, was mich total begeistert oder total enttäuscht hat vielleicht. Dieses Mal müsste ich es eher so ein bisschen beschreiben mit, es hat mich schockiert, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war so ein Aha-Erlebnis und eine Erkenntnis, die ich in dieser Woche hatte, die ein wirklicher Knaller für mich war. Schreibt mir bitte auf jeden Fall in die Kommentare, ob euch so etwas Ähnliches auch schon mal passiert ist oder ob ich irgendwie die Einzige bin, die solche Fauxpas macht und die ja solche Knallererlebnisse hat. Es würde mich interessieren, ich bin schon ganz gespannt auf eure Antworten. Aber um was geht's jetzt eigentlich? Ich habe am Montag im Spieletreff, übrigens leider der einzige Tag, an dem ich in dieser Woche gespielt habe, Flügelschlag auf den Tisch gehabt. Und diejenigen, die mit mir am Tisch saßen, die wissen jetzt bestimmt schon ganz genau, was gleich kommt. Denn wir haben zu fünft gespielt, ein Flügelschlag Neuling und die restlichen Spielerinnen und Spieler kannten das Ganze schon. Es wurde also von einem der Mitspielenden erklärt und so ein bisschen die Abläufe und dann sind wir auch schon gestartet in dieses wirklich wunderhübsche Spiel. Wir haben die ganz Grundversion gespielt, ohne Erweiterungen und so weiter. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich Flügelschlag schon immer, seit ich es habe, falsch spiele. Und ich habe mir überlegt, es ist, ich weiß gar nicht so genau, ob es so krass falsch ist. Also es scheint erstmal sehr falsch zu sein. Ich glaube aber, es ist doch gar nicht so ganz schlimm. Aber ich erkläre euch einfach, um was es geht. Denn wenn wir diese Karten hier ja einsetzen in die Felder, dann haben die hier unten ja so Aktionen. Da gibt es Aktionen, die direkt beim Ausspielen passieren, Sachen, die am Ende des Spieles triggern, andere Sachen, die so zwischen den Zügen kommen und dann haben wir eben auch diese Karten bei Aktivierung. Und die Frage, wann werden die jetzt aktiviert, das war mein Aha-Erlebnis, mein Knallerlebnis, denn das spiele ich tatsächlich falsch. Und zwar spiele ich es in dieser Art und Weise. Also ich spiele eine Karte aus und wähle jetzt zum Beispiel im Laufe des Spiels hier die Aktion Futter nehmen. Dann lege ich mein Märkchen hier drauf und darf mir also einen Futtermarker nehmen. Und jetzt mache ich einen Fehler, denn ich schiebe nicht sofort, nachdem ich das gemacht habe, den hier rüber und aktiviere damit die Aktion oder die Eigenschaft des Vogels, sondern ich lasse das liegen. Und daraus entwickelt sich Fehler Nummer 2, den ich bei diesem Spiel mache. Denn wenn ich jetzt im Laufe der aktuellen Runde nochmal Vogelfutter nehmen möchte, dann lege ich den nächsten Stein hierhin und bekomme somit 2 aus dem Futterhaus. Wenn ich im Laufe der Runde hier oder hier eine Karte spielen möchte, dann nehme ich das einfach hoch, lege die Karte drunter und es ist gut. Habe ich dann alle Aktionssteine eingesetzt, dann nehme ich diesen Klotz und schiebe ihn hier rüber, aktiviere damit den Vogel. Dann nehme ich dieses Klötzchen, schiebe es hier rüber und aktiviere damit den Vogel. Ich habe also trotzdem 2-mal diesen Vogel aktiviert, was ich ja eigentlich auch in der laufenden Runde gemacht hätte, wenn ich es richtig gespielt hätte. Aber ich habe natürlich dadurch, dass ich hier die Plätze sozusagen blockiere, mehr Ressourcen oder mehr Eier oder mehr Karten, die ich im Laufe des Spiels bekommen kann. Und die Aktivierung, wie man sieht, ist eigentlich ja die gleiche. Es wird in dem Fall auch 2-mal aktiviert, zu einem anderen Zeitpunkt natürlich, was durchaus auch spielentscheidend sein kann. Dass ich aber mehr Ressourcen bekomme oder eben diese Aktionen weiter hochtreiben kann, das ist natürlich schon ein sehr gravierender Unterschied im Gegensatz zum normalen, richtigen Regelwerk. Und das war für mich tatsächlich in dieser Woche so ein absoluter Hammerschlag, so ein Knaller, wo ich dachte, krass, ich spiele dieses Spiel und ich habe es jetzt wirklich auch schon oft gespielt, auch in unterschiedlichen Besetzungen, auch mit Menschen, von denen ich denke, sie spielen es wahrscheinlich richtig. Und es ist mir noch nie aufgefallen, was natürlich damit zu tun hat, dass jeder für sich auf seinem Board relativ solitär spielt. Also was so auf den Boards passiert, sieht man eigentlich oder nimmt man vielleicht gar nicht so wahr.
Weil man auch zwischen den Zügen ja dann so mit sich beschäftigt ist und auch schon überlegt, was als nächstes passiert. Und eigentlich eher das Vogelhäuschen, der so der gemeinsame Punkt ist, auf den man achtet. Und ich fand das irgendwie total krass, dass man ein Spiel ja augenscheinlich falsch spielt, also nicht so, wie es angelegt ist in den Regeln, es trotzdem aber gut funktioniert. Also ich hatte jetzt weder in der Partie, in der ich es dann richtig gespielt habe, noch in meinen anderen Partien das Gefühl, dass irgendwie ich sehr viele oder sehr wenige Ressourcen hätte. Auch diese Aktivierung der Vögel ist mir jetzt nicht, dass ich jetzt in der Version, in meiner Version sozusagen, ist es mir nie aufgefallen, dass ich irgendwie dachte, ach Mist, das müsste eigentlich wann anders aktiviert werden. Das macht doch jetzt am Rundenende gar keinen Sinn. Das hat für mich immer Sinn ergeben und hat nie irgendwie für mich jetzt in Frage gestellt, dass der Aktivierungszeitpunkt falsch ist. Und das war für mich einfach nochmal so ein Hammer in dieser Woche, dass ich gemerkt habe, okay, krass, man kann Spiele falsch spielen, sie funktionieren trotzdem. Und ich überlege tatsächlich, ob es vielleicht noch andere Spiele gibt, in denen ich irgendeinen Regelfehler überlesen habe, weil letzten Endes ist das ein Satz, den ich überlesen habe, in dem ganz klar steht, dass nach der Ausführung der Aktion das rübergeschoben wird. Und das war für mich wirklich ein ganz besonderes Erlebnis in dieser Woche, dass ich so ein bisschen fassungslos für mich selber war, dass ich dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt spielt man ein Spiel so häufig und spielt es irgendwie falsch. Es gibt ja zahlreiche Spiele wie Uno, Monopoly und die ganzen Dinger, die man ja eigentlich nicht spielen will, wo man schon ja beim Spielen weiß, okay, wir müssen uns erstmal irgendwie hier auf einen Nenner bringen, denn es gibt verschiedene Regeln, ja, oder Auslegungssachen oder ja auch einfach Regelvarianten, die man bei dem einen kennt und in der anderen Familie vielleicht nicht so gespielt hat. Also da ist es klar, dass man das erstmal so auf einen Nenner irgendwie bringen muss. Aber bei solchen Spielen steht das ja eigentlich gar nicht zur Diskussion. Klar, es gibt Hausregeln, auch das muss man dann immer vorher mit den Leuten besprechen, aber bei Flügelschlag war das jetzt für mich wirklich ein absolutes Knallererlebnis, einfach zu merken, okay, da ist was ganz in die andere Richtung gelaufen, es funktioniert trotzdem. Mich würde interessieren, ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr vielleicht nach vielen, vielen Partien plötzlich festgestellt habt, krass, ich mache hier schon immer einen Fehler, der euch aber eigentlich nie negativ aufgefallen ist? Ich hoffe sehr, dass ich nicht die Einzige bin und dass jetzt ganz viele fleißig kommentieren und mir sagen, na klar, Julia, das ist uns auch schon passiert. Bei dem Spiel haben wir nämlich immer das gemacht oder das weggelassen. Und von daher würde mich das wirklich brennend interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst auch einen Daumen hoch für dieses Video da. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, tut das gerne. Dann verpasst ihr nichts mehr und ich freue mich über jeden Daumen, der auf meinen Videos erscheint und jeden Abonnenten, den ich hoffentlich mit meinen Videos gut unterhalten kann. In diesem Sinne, spielt fleißig weiter und immer schön an die Regeln halten und wir sehen uns hoffentlich in einem nächsten Video wieder.